Stab der Spiegelung, ja, parieren, Projektil abgefangen und die Waffe aufgeladen werden. Na, Schattenstahlstab, Schaden plus 5. Alter Verwalter, das war er. Das war er. Wow, ich bin wieder mit. Schaden plus 5, ich meine. Stärkster Kampfstab, den ich habe. So. Ja, nichts gegen mein Schwert. Das ist nämlich ein Orkschwert. Und Orkschwert ist ein Kuh. So. Damit hätten wir diese Türen geöffnet. Falls ich irgendwo eine Tür vergessen habe, schreibt es nicht in die Kommentare, denn ich lese es nicht. Doch, ich würde es lesen. Aber es hilft nichts, weil ich dann wahrscheinlich schon Kilometer weiter bin auf den nächsten, weiß nicht wo, und habe schon wahrscheinlich Leute getötet, die ihr noch nicht mal gesehen habt und so weiter und so fort. Also keinen Sinn mehr, wenn ihr mir da was schreibt. So. Wieder spenden. Das hat jetzt komisch ausgeschaut. Um nicht zu sagen, verbuggt. So. Weg. Wozu hatten wir denn den alten Schlüssel? So, das war das mit dem Spinnen. Gegengift oder was? So. Hopp. Und ansonsten geht's jetzt erstmal zur Bitch zurück. Hey, Noak-Schild, weg damit. Okay, scheiße, ich will das wieder haben. Sarath, you did it! The temple is overflowing with energy. I feel like I can lift a mountain. Try lifting a door instead. Let's get the skull and be far away from here before Arantir. Before Arantir sticks what's left of his nose in. You go first. Make sure that it's in. Na? Na? Okay, wenn ich das gewusst hätte, wäre natürlich alles anders gelaufen. Keine Frage, warum auch sollte es genauso laufen, wenn ich es weiß. Denn jetzt machen wir es anders. Meine Freunde, jetzt machen wir was anderes. Feuerfalle. Zack. Okay, Feuerfalle war ja wahnsinnig gut funktioniert eigentlich. Da kann man ja sagen, was man will. Das war ja, puh. Mit so guten Feuerfallen habe ich nicht gerechnet. So. 1, 5. Ja klar, jetzt kommst du da rauf, ne? Alter! Was soll denn das? Okay. Okay. Ruhig, Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Indem wir Blitzstrahl. 6, komm. Komm schon. Warum sind die Ghule denn so schaustark, hä? Warum sind diese Ghule so unendlich stark und warum bin ich eigentlich so unendlich schlecht? So unendlich schlecht. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich sag's nochmal, unendlich schlecht. Ist doch echt peinlich, oder? Eigentlich sollten die so gar kein Problem darstellen. Vielleicht doch. Vielleicht sollten sie ein Problem darstellen. Komm! Er braucht immer ewig für den.
Ich muss den Blitzstrahl früher beginnen. Ich mach's jetzt schnell, okay? Mein Blitzstrahl ist mir gar nicht so schlecht. So, komm. Komm, tap, tap, tap. Blitzstrahl. Blitzstrahl! Ja, Blitzstrahl wäre gar nicht so schlecht, wenn er treffen würde, ne? Scheiß Viecher eigentlich her. Ne? Warum zum Teufel halte ich hier so unendlich viel aus? Hätte ich gleich am Anfang machen können, einfach nur draufhauen. Ja. Leanna! It's a pity you got in the way. You have potential. Oh! Alas, that you chose the wrong time. Oh, I'm so sorry for you, my dear. But there's nothing you could have done to save her. Besides, just between us, she wasn't your type. Forget her! Run! Yes, run, you abominable. Altar des Schädels. Jetzt auch noch Leanna. Ich hinterlasse eine Spur von Leichen, aber meine Widersacher ebenso. Ich konnte gegen Arantür nichts anderes richten. Aber ich weiß, dass er den Schädel haben will und... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich hasse es, dass die Ladescreen zu kurz sind. The spider statue. We must get closer. There's sure to be an inscription. Something. So, da. Jetzt sind wir hier, wo wir... ja. Ja, und Tote, ne, ihr seht's ja. Grüß euch, meine Freunde. Ich hätte gerne, dass du für mich stirbst. Nächster, bitte. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Getönchen. Nummer 8 war das Gegengiftchen. Nummer 4 war daschen. Ja, ist mir mal scheißegal, ne? Scheiße, ein Tote. Sorry, dass ich mich um dich kümmern kann, ich musste deinen Kollegen töten. Und dich so. Und. Ja, komm, komm. Jetzt dreht er sich nicht mal um. Dümmster Gegner ever. Dümmster Gegner ever. So. Leute, ich weiß, dass da was Cooles drin ist. Denke es, aber ich weiß, dass da eine Falle ist. Die wollte ich euch nur kurz zeigen, denn ich habe ja gar nicht, ich habe ja gewusst, dass da eine Falle ist. Ich habe es ja gesagt, ne? Aber ich habe leider keine Idee, wie ich die umgehe. Und deshalb lassen wir es erstmal. Ja, wie gesagt, wir lassen das erstmal und schauen jetzt mal nach oben. Höher, nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. So. Köcher, den wir nicht brauchen. Okay. So. Grüß dich, Spinnending. See the plaque? The four sockets are for four gems. Urgash knows where the vermin in these tombs might have hidden them. Dann müssen wir wohl suchen, ne? Hopp. So. Ich check mal hier. Ah, ich weiß es schon wieder, verdammt. Ich
glaube, der ist gerade so die Falle ist. Ich weiß leider nicht, Wurf. Oh fuck. Ich weiß leider nicht, wie ich die Falle auslöse am besten. Werf mal einen Krug oder so rein. So, komm, komm, komm. Perfekt. Da hinten ist er nämlich. Mit Telekinese könnte ich ihn jetzt einfach nehmen, aber wir haben keine Telekinese, weil wir nicht Telekinesen sind. Wir sind maximal Tele-Japaner. So. Funktioniert doch. Mondseidenkristall. Ich wusste ja, dass da was Cooles in ihm ist. Na komm. Und damit haben wir den ersten Kristall. Den setzen wir auch gleich mal ein. In den Kopf. 4 Fertigkeitspunkte bedeutet für mich, dass ich mich heilen kann. Das ist, glaube ich, ziemlich viel wert. Oh. Mana regeneriert sich ja von alleine, ne? Hoffentlich, wenn nicht, ist mir auch egal. Heilen ist nämlich cool. Ist die Feuerfalle kacke dagegen? Wir brauchen wir noch Zauberruhe? Ich schmeiß mal weg, was wir sowieso nicht brauchen wollen. So. Und dann checken wir mal. Heil und Wunden und regeneriert. Lebenspunkt, okay. Passt schon. Ja, Mana regeneriert sich mit der Zeit von selbst. Aber haben wir jetzt, wenn wir uns Zeit lassen, immer eine mehr oder weniger unendliche Lebensquelle. Komm. Also haben wir so viele Mana-Tränke, dass das schon hinhaut. So, und jetzt stech. Komm endlich ab. So. Und ich überlegen, dass Naga sehr enttäuscht wird. Das haben wir schon. Ach ja, Glückstreffer, ne? Kostet ja nur unendlich viele Punkte. So. So kann es gehen. Ich bin da immer ziemlich viel oben rumgelaufen. Ich weiß aber gar nicht warum im Nachhinein. Aber einfach nur, wenn man hoch kann, ne? Ich erspare einen, denke ich mal, eine ganze Menge Untoter. Weiß ich auch nicht. Schauen wir mal einfach. Schauen wir einfach. Magischer Pilz und ein Riesenstein. Komm schon.